Ja, liebe Gitarrenfreunde, oder besser gesagt Gitarren-Selbstbaufreunde, oder die es noch werden wollen, ja. Ich möchte in diesem Film erklären, wie man ein Herz oder eine Seele von einer Gitarre macht, ja. Ja, zu der Seele gehört irgendwie, das ist eigentlich die Elektronik, ja. Da gehören irgendwie, ja, Schalter, Potis, ja, Pickups etc. dazu. Ja. Das Holz mag wohl auch ein bisschen die Rolle spielen, aber das ganze Ding macht irgendwie die Hauptrolle. Hm. Mein Projekt war ja eine Fender Thinline zu bauen. Ja. Ich hatte schon mal eine gebaut, die habe ich auch mit der gleichen Schaltung bestückt. Klingt sehr gut, da hinten ist sie. Oh, da. Ja. Und mir fallen natürlich immer beim Bauen noch Verbesserungsvorschläge ein. Also, ich fange jetzt mal an, ja. Vorher war in diesem Teil, ja, in dem Bausatz sozusagen, war der Dreiwegschalter und folgende Schaltung drin, ja. Sehr popelig, ja. nicht lachen, aber geklappt hat es schon, ja. Naja, schon. So, weil vor allen Dingen der Cup, der hat nicht gestimmt, weil normal ist es für Strat oder für Tele müsste es da 0,22er Cup drin sein, ja. Und da ist halt der 0,47er drin, der, den man normal in den Gibson reinmacht. Okay, also das ist erstmal rausgeflogen. Hm? Jetzt habe ich anstatt dem Tonpoti hier ein Pull-Push-Poti eingebaut. Ja. Das sind einfach zwei Potis übereinander. Ja. Oder? Nee, Quatsch, eigentlich nicht. Ja, ja, doch, es hat gestimmt. Also es sind zwei Potis übereinander. Ja. Wenn ich drücke, also dann sind also wenn er eingerastet ist auf die untere Stellung, dann aber in beide Potis, das heißt irgendwie, ich will ja einen Humbucker anschließen, ja, den ich dann splitten möchte. Und splitten mache ich dann einfach so, indem ich ziehe, dann ist ja nur der untere Poti also in Bereitschaft und der obere ist ausgeschaltet. Das heißt also, ich habe dann so, sozusagen einen Single Coil, ja. Das drücke ich wieder und habe beide wieder als Humbucker. So, ja. Ich hoffe, ich habe das irgendwie einigermaßen verständlich. Ja, ich wusste es vorher auch nicht genau, ja. Wie man das schaltet, zeige ich dann noch. So, und dann anstatt diesen kleinen also Mini-Ton also oder Volumen Quatsch, Ton-Poti habe ich jetzt hier ein CTS genommen, ja. Die sind wunderbar stabil und leisten einfach mehr, also sind einfach feiner und bisschen teuer, aber ja, muss man das Lochen hier auf 10 mm auf säbeln, ja. Und das kommt dann hier rein. Ja. So wäre dann erstmal die Grundanordnung, ja. Dann kommt hier oben als Pickup ein so ein Vintage Neck Pickup, ja, so rein, ne? Ja. Und in die Bridge baue ich eben diesen splitbaren Humbucker ein, ja. Ja. Wie immer erklärt, also die, das sind die beiden Spulen, ne? Und entweder schalte ich beide zusammen, dann habe ich den Humbucker, oder mache eine einzeln, dann habe ich einen Single Coil. Eigentlich ganz simpel, ne? Zum Verdrahten überlege ich gerade noch, ob ich jetzt die Original Fenderlitze nehmen soll, die wohl früher genommen, das ist ja so ein witziger Aufbau mit Gewebe und Draht und pipapo. Also innen ist halt der heiße Leiter und außen ist Masse, ja. Das kann man einfach so anlöten an die Potis, so, ja. Also haben die es früher halt gemacht. Schauen wir mal. Ja. Viel Drähte sind ja nicht. Ansonsten nehme ich halt hier immer so fette, so aus irgendwelchen Stromleitungen die Drähte, ja. Schön fett und dick. Ja. Muss nichts kosten, ich habe genügend davon.
So, jetzt erstmal Pause gemacht und dann geht's weiter. Ja, weiter geht's. Ihr denkt sich hier, oh, was geht denn da? Also okay, hier noch das Teil. Ja. Ich habe jetzt irgendwie hier alles schön fest eingeschraubt. Tonputti, Push-Pull und der Dreiwegschalter. Ne? Okay, so, jetzt gibt es natürlich eine Schaltung dafür. Ne? Die habe ich hier folgendermaßen aufgemalt. Ja, ups. Ja, kann man gut erkennen. Ja, jetzt hier der Dreiwegschalter, Push-Pull, Tonputti und Endbuchse. Ja. Die Leitungen von den Tonabnehmern interessieren mich jetzt noch nicht. Die kann ich eben erst hinterher einbauen. Ja, es sind 5 Leitungen. Ja. Jeder erkennen kann. Ja. Hier vom Neck Pickup 2 und hier vom Humbucker 3. Okay, ja, ich mache es mir natürlich immer recht leicht. Ja. Habe mir jetzt so die ganzen Wege der Schaltung halt irgendwie angeguckt, so, ja. Und, ups, habt ihr natürlich auch die Kabel jetzt dafür zugeschnitten. Es sind nur 3 Kabel, das ist der Witz, und eine Brücke, ja, die ich machen muss. Ja, ein bisschen geschickt muss man da arbeiten, ja. Und, jetzt zeige ich euch die Kabel. So, okay, man ist verlangsamt und in allen Einzelheiten, ja? Okay, ich fange an, einfach mal jetzt mal mit dem heißen Draht, ja, vom Dreiwegschalter zum Poti. Ja, zum Push-Pull. An den Eingang, ja? Es geht also von hier an den Eingang und von da aus geht es weiter zum Tonpoti. Hier auf die linke Lötzelle, ja? Okay? Eigentlich ist es ein Kabel. Okay. Habe ich natürlich gemacht, ja? So. Das ist das Kabel.